Dann mach's ich halt. Dann schlag ich das Ding halt zusammen. Naja, Dorfbewohner-Zombies sind jetzt nicht so der Renner, würde ich mal sagen, weil immerhin, was bringen die mir denn eigentlich? Gar nichts. Wenn du mich fragst. So viel gibt's ja jetzt davon auch nicht, ne? Die regeln das schon unter sich, das weiß ich. Das Problem ist halt, die Dorfbewohner sind halt wirklich dumm wie Scheiße. Also die sind halt absolut bescheuert. Die rennen halt nicht wirklich weg vor Zombies. Das heißt, wenn irgendwo mal ein Zombie ist bei mir, dann lassen die sich... Ach, da hinten ist einer. Dann lassen die sich halt verkloppen, ne? Das ist halt nicht so schön. Das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich an der Sache habe. Auch wenn Dorfbewohner ganz witzig sind. Aber ich lasse den jetzt mal mitkommen. Zack. Hat er meinen Apfel gefressen. Und jetzt locke ich den einfach zu meinem Haus. Und dann dürfte der irgendwann, wenn ich dort bin, dürfte der ein Dorfbewohner sein. Und hoffentlich kein Nichtsnutz, weil... Sonst fällt er meinem Goldschwert gleich zum Opfer. Das sage ich euch. Give me mending or your life is ending oder sowas. Ach, ich bin ja schon da. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Mit dieser Heilung. Aber ich denke mal ein bisschen. Wenn er mir dann gute Angebote macht, lasse ich ihn am Leben. Und wenn nicht, dann... Wird er eben auseinandergenommen. Stimmt's, Kollege? Huch. Ich glaube, das war mein Helm. Kann das sein? Hast du den Schlüssel eingesteckt? Ach, guck mal, schon wieder so einer. Ein Erdblock für 64 Smaragd. Oh je. Oh je. Gefällt dir, was du siehst? Krank der Unsichtbarkeit. Kannst du bitte mitkommen in meine Bude? Weil... Ich hab da nicht so Bock drauf. Und die anderen wahrscheinlich auch nicht. Vor allem, weil jetzt hier wieder so ein Kollege kommt. Und du dann wahrscheinlich wieder einfach mit dir machen lässt, ne? Da wir ja hier nicht im Hard Mode spielen, also im hier Schwierigkeit schwer, ist das Problem halt auch, dass die sich abschlachten lassen, anstatt dass sie zu Zombies werden. Das ist halt so eine Sache, da habe ich noch ein bisschen... Kummer, ne? So, jetzt mache ich aber mal Folgendes. Ich mache jetzt mal wieder... Ach, da brauche ich ja... Da brauche ich ja ein bisschen was an Eisen. Ich glaube, 8 sind's. Wie mache ich denn Goldbarren da draus? Ach so, okay. Dann... Hier, mach mal hin, jetzt 4 Diamanten, das klappt irgendwie nicht so ganz, und 1 Smaragd. Jetzt habe ich den hier wieder. Davon bräuchte ich jetzt halt 9. So. Dann habe ich jetzt 10, ja gut, das ist ja nicht schlimm. Zack. Hauptsache ich habe hier einen Diamantblock, Smaragdblock natürlich. Und kann mir diesen Kollegen hier in die Bude locken, weil so gierig wie der ist, kommt er auf jeden Fall her. Der guckt schon ganz böse. Es sieht auch sehr unsympathisch aus, ne? Ich weiß, dass du Smaragd hast. So, komm mal mit. Ja, was ist? Hast du Smaragde? Ich will deine Smaragde haben. Bist du eigentlich behindert oder was ist dein Problem? Und ich bräuchte auch wieder Erfahrung, um mir einen Helm zu verzaubern. Hey, weißt du schon das Neueste? Was mit dir jetzt? Kannst du jetzt da bitte hochgehen? Da hoch. Ganz hoch. Ganz hoch. Komm. Komm hier rein, das schaffst du. Komm doch.
Oh Mann, Kollege. Willst du mit mir handeln? Ich habe tolle Einfach so und gut ist. Geh von der Tür weg, bitte. Danke. Oh Mann, normalerweise gehören die eingesperrt, sag ich ganz ehrlich, weil was bringen die dir sonst? So, du willst einen Trank der Unsichtbarkeit? Unsichtbarkeit für 8 Minuten. Kannst du haben, sind auch wieder 4 Schritte. Gefällt dir, was du siehst? Da brauche ich jetzt natürlich wieder Redstone. Wie findest du dieses Angebot? Fermentiertes Spinnenauge. Was sagst du dazu? Goldene Karotte, Junge. Ich habe tolle Angebote. Was okay. Sagst du dazu? Goldene Karotte, kann sein, dass ich die habe. Kann auch sein, dass ich die nicht habe. Karotten habe ich, aber nicht mehr viel. Goldnuggets habe ich bestimmt auch. Aber nicht da drin, sondern hier. Zack. Wenn man die natürlich so craftet, ich weiß es gar nicht. Ich habe noch nie eine goldene Karotte gecraftet. Schande über mein Haupt. Komm, eigentlich kannst du hier mal... Ich mache jetzt einfach mal alle, weißt du das? Weil, scheiß doch drauf, Alter. Der nächste Zombie wird wieder eine droppen und dann ist die Sache gegessen. So, du brauchst jetzt wieder Netherwarzen. Die sind irgendwo hier drin. 1, 2, 3, 4. Dann brauchst du wieder fermentierte Spinnenaugen. Die sind dann wieder 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Dann wieder Redstone. Aber ich kann jetzt mal schon mal anfangen, so zu machen. Aber ich brauche wieder Wasser. Ah, Mann, so viele Flaschen kann ich doch gar nicht mitnehmen. So viele Flaschen kann ich doch gar nicht mitnehmen. Was macht dieser Enderman-Kopf jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, ich habe keine Ahnung, ob das richtig war. Also richtig abgezählt. So, was willst du? Ach, der Baum ist wieder gewachsen. Werden ja immer kleiner, das ist ja verarsche hier. So, 3 Flaschen. Dann kommt das hier rein. Dann goldene Karotte. Dann kommt das fermentierte Spinnenauge. Und dann kommt wieder Redstone. Willst du mit mir handeln? Ich habe tolle Angebote. Ist das so? Karotte, fermentiertes Spinnenauge, Redstone. So, das sieht doch gut aus. Der Schlüssel ist weg. So, diesen Enderman-Kopf, den mache ich jetzt. Hast du Smaragde? Auch wenn es nicht so eine geile Idee ist eigentlich. Schönes Wetter heute. Mache ich den einfach. Ach, guck mal, ich kann doch hier übrigens noch. Kevin sagt, die Köpfe rausholen. Sky wurde komplett hops genommen. Hallo. Und einfach alle. Ne, die hier meine ich. Hast du das Maratte? Hast du den Schlüssel eingesteckt? Zu Creeper-Köpfen machen. Der Schlüssel ist weg. Das hier wieder droppen. Hast du das Maratte? Was machst du? Du bist immer noch beschäftigt. Das ist sehr gut. Und den Schmörres hier. Du nimmst dir von links raus. Nee. Rechts rein und links raus. Dann stelle ich jetzt da mal eine Truhe hin oder sowas. Dass der sich hier bedient. Dann hat er wieder was zu tun. Langweilt sich nicht, weil dem ist absolut langweilig, dem Kollege hier.
So. Der ist fertig. Dann kommen jetzt hier wieder drei Flaschen rein. Nederwarze. Goldene Karotte. Fermentiertes Auge und Redstone. Und eigentlich könnte das jetzt immer hier rein. So, verstehst du? Der macht wieder hier Tag der offenen Tür. Und ich gehe wieder Holz holen. Was sagt denn eigentlich mein Enderbeutel? Der sagt, okay. Man kann übrigens, wenn man ein Werkzeug nimmt, was nicht effizient ist, kann man das auch schneller abbauen. Aber das ist doch bescheuert. Ja, die waren mal größer, die Bäume, das ist klar. So. Und sonst habe ich eigentlich nicht so wirklich viel Bock, das jetzt hier zu machen, weil... Wozu denn auch? Ich höre nur, mein Braustand ist wieder... Ich habe tolle Angebote. Sehr fleißig. Er ist jetzt auch schon gleich fertig und dann kann das nächste Zeug rein. Dann mache ich das mal raus und das hier rein. Dann kommt rein das hier, und das hier. Naja. Man kriegt ja keine Erfahrung, wenn man diese Tränke braut, was eigentlich ein bisschen schade ist, weil Tränke brauen ist ja eigentlich schon so ein bisschen so High-End-Shit. So hätte man sich da eigentlich schon irgendwas ausdenken können. Aber naja. Da waren die Programmierer von Minecraft dann doch ein bisschen geiziger. Ich finde das hier einfach genial, ohne Scheiß. Ich feiere es einfach. So, der hier ist auch fertig. Das heißt, der kann wieder die Knochen hier rein. Also ich lege die mal da rein. Dann macht er wieder hier weiter. Er kriegt dann jetzt aber auch noch von mir noch ein paar Sachen, die er da klein häckseln kann. Also noch ein paar Knochen. Willst du mit mir handeln? Ich habe tolle Angebote. So. Sonderangebot. Du bist schon wieder fertig mit den Nerven, so wie ich. Willst du mit mir handeln? Hallo. Ich habe tolle Angebote. Ja, ist ja gut. Ich gebe dir ja gleich deinen Shit. Deine Angebote sind halt absolut bescheuert. 65.000 EMC für einen Wurftrank hier, Alter. Was ist dein Problem? Hast du schlecht geschlafen oder was? Ach je. So, Netherwarze, goldene Karotte, Spinnenauge, Redstone. Ich glaube, das war's dann auch. Was kann ich eigentlich mit denen hier machen? Auch Blätter. Dann nehme ich die mal raus und mache Blätter draus. Hahaha. It has rhymed. Oder so. Wie sagt man das auf Englisch? Ich habe keine Ahnung. So. Aber das hier kommt hier rein, weil das brauche ich nicht. Dann haben wir hier jetzt auch bald wieder einen Smaragd vielleicht. Oder auch nicht. Ich habe tolle Angebote. So. Wenn der dann fertig ist, kriegst du hier Stress mit mir. Und dann hast du Pech. Sonderangebot. Ein Erdblock für 64. Ja, so ist es halt, ne? Dann gehe ich mal runter und schau dann noch nach, wie weit der da unten eigentlich ist. Also der Inferium-Kollege. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. 17 mal so viel Zeit wurde komplett hops genommen. So, das war's dann auch. Wo bist du jetzt hin? Da oben? Ich habe tolle Angebote. Also, zack, 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 zack. Das will der wahrscheinlich gar nicht alles. Ja. Jawohl.